Ne? Du nix verstehen? Gut. Ich nämlich nix, Monolithstein. Alle weg. Nix mehr Kasim habe Stein. Du nix hauen, Kumpognom? Ja, ja, schon gut. Ich verstehe schon. Du hast die Steine nicht mehr, schon klar. Jip, jip. Monolithenstein? Ich sollte dem verantwortlichen Magier von dem kleinen Kerl hier erzählen. Oh, ein dezenter Hinweis, aber da wäre ich sogar auch drauf gekommen. Man mag es kaum glauben. Ist hier noch irgendwas zu holen? Außer in dieser Hütte. Ein Hocker und noch ein Jadestein. Aber den Hocker lasse ich mal hier, denn ich könnte mich ja eh nur draufsetzen. So. So, so. Geht alles der geordneten Richtung. Erstmal da hinten zu den... Nee, zu dieser... Nee, der ist unwichtig. Zu diesen beiden Herrschaften. Bald ist es soweit. Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt geh jemand anderem auf die Nerven. Mir zum Beispiel. Du, komm mal her. Was gibt's? Nicht so laut, sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Du Lump. So sieh aus. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Oh. Ja, was kommt ganz Problem? Auf die Geschichte drauf willst an. Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ach je. Ja, gib uns eben mal die volle Packung. Die lange Version. Okay, das war so. Lina, Tokel und ich haben bis vor kurzem die Fischerhütte im Tal bewohnt. Denn Fischen war nicht nur mein Traum, sondern auch ihrer. Du musst wissen, vielleicht doch die kurze Version. Sag einfach, was mit deinen Freunden passiert ist. Naja, das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin hierhin geflohen. Du bist ja ein toller Freund. Mann, ich hatte eine scheiß Angst. Bitte, kannst du nicht nach ihnen sehen? Ja, dann bräuchte ich wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich suchen müsste. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Na, immerhin, das reicht doch vielleicht schon. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Ja, warum schaut er nicht selbst? Das ist nur eine Vermutung. Das ist immer das Dümmste. Die lassen. Sind so faul und so in Sorgen, aber. Danke. Endlich tut hier mal einer was. Mal die paar Meter selbst laufen will keiner. Du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Also jetzt Fischerhütte und Linse. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Ja, ja, ist schon gut. So, dieser Kerl war aber noch ein Name. Oh, das sind ein paar. Sehr gute Entscheidung. Erstmal was trinken. Was? Oh. Das dampft hier schon, sieht schon eher. Hat schon was von der Schmiede. Oh, hier habe ich wahrscheinlich nichts zu suchen. Ah, steht doch nicht im Weg rum. Sag hier egal, ob andere arm. Wichtig ist, dass Sag hier reicht. Achso, das ist ja stimmt. Das ist dieser Kerl, den wir. Gegenüber dem wir so spendabel waren, hat er eben aufs Essen genießt. Hier, Junge, brat dir genossen. Mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Er hat genossen. Also, er hat aufs Essen genossen. Kann ich dir helfen? Genießt, willst je nachdem, wer das. Auffrischen? Oder vielleicht ein wenig kräftig. Wer das versteht. Was? Arme drücken. Ja, erstmal ein bisschen was klauen. Dann gerne. Wie funktioniert Armdrücken? Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstürzen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch. Mhm. Und... ja. Gegen wen kann ich beim Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Kurz nach Feierabend.
ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ja, jetzt müssen wir uns auch noch nach den Tageszeiten richten. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und er wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Ja, vermutlich nicht. Du versorgst also die Leute hier. Korrekt. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Das ist ja eklig. Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar, und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die ja, also der hat bestimmt einen sehr geringen Seelenwert. Drum, ob die Wurst im Dreck lag. Hauptsache, sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Romald uns zukommen lässt, haushalten. Ja, so ist das auch mit den beiden Essensmarkern. Hauptsache, es bringt was auf die Rippen. Oder macht zumindest den Anschein. Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Ja, aber kochen will ich nicht lernen. Gut an Trinken, was ein Trinker. Nee, das ist ja. Es braucht ja keinen. Das ist ja alles uninteressant, so voll. So, Hartwig. Hey, zeig mal, was du kannst. Ach, ehrlich? Ja, du bist doch der vor kurzem hier vor Anker gegangen ist. Und ich weiß auch, was du willst. Aha. Und was will ich? Na, unsere Kristalle. Und wenn du die Magie lernen willst, wirst du sie auch brauchen. Aber du musst sie dir verdienen. Also komm nicht auf die Idee, uns zu beklauen. Ja. Nicht gleich so vorwurfsvoll, ne? Erzähl mal was über dich. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe nie was anderes gemacht. Erst für die Inquisition, jetzt für die Magier. Zusammen mit Frink, Magnus und den anderen bewache ich das Lager. Also, wenn du gegen die Regeln verstößt, werde es wohl ich sein, der dich verprügelt. Ach ja, sollen wir uns die Regeln nochmal erläutern lassen? Des Lagers? Unterhalte dich mal mit Frink. Ja. Er wird sie dir schon beibringen. Ja, hat er bereits. Du verstehst dein Handwerk. Ach, weißt du, irgendwann triffst du einen, der besser ist als du. Aber wenn du mich trainierst, wird das nicht so bald sein. Ha! Na, warum nicht? Na, Kampf ist meine Stärke. Mal sehen, ob ich dir noch was beibringen kann. Ja, was kannst du mir was erklärt denn so Tolles? Beibringen? Was willst du wissen? Schwerter steigern, Stichwaffen, Hiebwaffen, noch hier. Ja gut, im Prinzip, es kostet ich ja nicht viel. Besser mit Hiebwaffen kämpfen. Bei Hiebwaffen solltest du daran denken, dass sie nicht dazu da sind, dein Ziel zu zerschneiden. Der Trick ist, einfach so fest zu schlagen, dass du deinem Ziel sämtliche Knochen brichst. Das funktioniert sogar, dass ein Lehrer mal ausführlich was erklärt und nicht nur sagt, jipp oder okay und dann ist es, ist die Bär geschält. Nee, das ist witzig. Also, hat wohl die Zeit nicht mehr gereicht, für jeden so Sprüche einzubauen. Oder die Kreativität hat gefehlt. Dann fehlt mir nur noch eine Spitzhacke. Genau, aber wenn du was riskieren willst, biete ich dir eine Wette an. Sprich weiter. Eine Runde Armdrücken gegen mich. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir ein paar Kristalle. Was willst du als Einsatz? Behalt dein Gold. Es reicht mir, dich zu besiegen. Wirklich? Weißt du was? Wenn du verlierst, lässt du eine Runde Grog für die Jungs springen. Was kostet mich das? Mit 300 Goldstücken bist du dabei. Aha. Und nur damit du es weißt, wenn du verlierst, war's das mit den Kristallen. Also, fordere mich in der Taverne nur heraus, wenn du wirklich das Zeug dazu hast. Und das heißt jetzt, ich kann's nicht, oder wie? Ach nee, das ist der Tisch. Anscheinend. Für Armdrücken, den wir zu gegebener Zeit nochmal benutzen werden. Ganz sicher. So, was gibt's denn hier so zu sehen? Gabeln. Und Abgänge. Wohin gehen die? Wohin führen die? Die führen da hoch. Auch dann wieder so ein abgeschlossener Teil der Insel, wo nicht mehr allzu viel lauern kann. Also erfordert wohl demnächst unsere Inspektion.
Bitten, aha, aha. Buch, das mal wieder nicht lesbar ist. Den Goldteller lasse ich jetzt einfach mal stehen, weil, wie gesagt, an Geld mangelt es mir momentan wirklich nicht. Hä? Ach, die wollten alle kommen und sich, glaube ich, beschweren, dass ich da oben rumspringe. Waren sie wohl ein wenig langsam. So. Hey, ich bin Aguila. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Nee, also. Ich bleibe weiterhin ledig, habe ich jetzt gerade beschlossen. Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Und beim Armdrücken und Messerwerfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magier. Die Belohnungen sind gut. Aber auch beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Ich kippe mir meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Ach so, ja, stimmt. Da war ja was mit Armdrücken. Auch mit diesem Kerl. Wie ist das mit dem Messerwerfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Jedenfalls müsste ich dann gegebenenfalls auch das Messer werfen mal trainieren. Und beziehungsweise meinen Listwert steigern, was mich jetzt auch wieder dazu bringt, dass ich mal wieder ein wenig skillen könnte. Sondern ein Ofenrohr. Handelst du auch mit Informationen? Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Was ja, ich denke schon, also Schaden so würden Kristalle, denke ich. Informationen gibt es nur gegen Gold. Jedenfalls nicht. Was hast du davon, wenn ich mir die Kristalle hole? Heute sind wir so spendabel. Außer die paar Goldmünzen, die ich für zusätzliche Informationen bekomme. Nicht viel. Es ist mir ein persönliches Ding. Hab bei ihnen mal was mitgehen lassen und wurde erwischt. Der Anschiss sitzt mir heute noch in den Knochen. Deine kleine Diebestour wäre für mich eine Art Genugtuung. Von welchen Magiern sprichst du genau? Nun, man erzählt sich, dass der Alchemist Nergal seine Wertsachen in einer nahegelegenen Truhe ablegt. Außerdem lässt Lumbrock sein Zimmer von einer Wache rund um die Uhr beaufsichtigen. Da hätte er sich auch gleich auf die Stirn schreiben können, dass es bei ihm was zu holen gibt. Der letzte im Bunde ist Meister Faruko, aber dessen Truhe zu knacken ist nicht ganz ohne. Ja, das kann ich ja sowieso nicht. Ich hab's ja nicht so mit Truhen knacken, das müsste ich dann jedenfalls mal steigern, wenn ich in der Hinsicht noch was erreichen will. Wie komme ich an die Truhen der Magier ran? Nun, bei Nergal wirst du kein Problem haben. Der ist so schusselig, der schließt das Ding sicher nicht einmal ab. Lumbrocks Truhe erfordert ein wenig Überredungskunst. Die Zimmerwache ist verflucht hartnäckig. Aber wenn du es schaffst, dass Lumbrock dir einen Auftrag erteilt, um in sein Zimmer zu gelangen. Glückwunsch. Und Faruko? Lass mich mal überlegen. Ich habe mal gehört, dass er einen Schlüssel besitzt. Quetsch ihn einfach mal aus. Also so ganz wörtlich, quetschen wäre ja eine Möglichkeit, dann an den Schlüssel zu kommen. Ich sehe mir die Sache mit den Kristallen mal an. Aber leider ist das wohl nicht gemeint gewesen. Inventur bei denen. Ich schätze, deren Unterlagen werden wohl bald einen Fehlbestand ausweisen. Lustig, Kalte. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Ja, ich weiß immer das Gold. Was haben wir hier so? Pistolen, das ist ja... Nee, Meisterdieb. Ich weiß nicht. Ich würde mich erstmal hier noch weiter durchlabern. Wo laufen die? Gab's Mittagspause? Wer ist das da hinten?
Kenn ich dich? Ah, Wächter. Den kenne ich. So, lieber Bursche. Magnus. Moment. Wo wollen wir denn hin? Hey, ich habe schon längst hinter dir gestanden. Das ist dein Problem. Die haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Ein überkorrekter Magierwächter? Ist ja mal ganz was Neues. Werdet nicht frech. Ich kann euch auch einfach aus dem Lager entfernen lassen. Das Tor war auf und ich ging durch. Zum Teufel, lassen wir jetzt schon jeden auf unser Gelände? Offensichtlich muss ich mit dem Wachtposten am Tor ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Ach, hey. Wir stehen auf derselben Immer Seite. Schön gut zureden. Und das soll ich dir glauben? Das soll, glaube ich, bewirken, irgendwie. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Hm. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön. Dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Ach je. Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Ja, dem Wächter habe ich doch aufgeholfen. Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua geholfen. Na schön. Das kann sein, ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen. Ja, was gibt's da zu prüfen? Da musst du schon etwas Besseres vorbringen, Fremder. Och jo. Ich könnte mich euch anschließen, das habe ich aber eigentlich nicht vor. Also beziehungsweise will ich nicht so versichern. Ich biete euch Wächtern meine Hilfe an. Nehmt sie oder lasst es. Ich brauche keine Maulhelden. Ich brauche Soldaten. Ordentlich vereidigte Soldaten, die gewissenhaft ihren Dienst verrichten. Nein, ich müsste dich auch noch beaufsichtigen und ich kann nicht alles gleichzeitig. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Heißt das, er schickt uns jetzt heim? Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere. Ja, das ist ja mal wieder ein Wink mit dem ganzen Gartenzaun. Wer ist der mächtigste Magier hier? Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Ja, also schickt er mich da jetzt hin. Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Wenn du mich so fragst... Nein, besser du bleibst hier draußen. Oh, Mann. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. War ja klar. Idiot da. Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen. Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht. Noch so eine Lordschaft. Sein also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Die gerne Bekanntschaft mit einem unserer Finishing Moves machen würde. Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Und bevor du noch auf dumme Gedanken kommst, nur einer von uns, ein Wächter, darf seinen Dienst an Bord unseres Schiffes verrichten. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt ich weiß, wenn ich für Frage. Dumme Gedanken jetzt meint. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Und wie ist der Stand? Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Na, so ein sturer Bock. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Na schön. Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Geh in die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranis?
Diese Informationen könnten auch mal aus Eigeninitiative von den Questgebern kommen. Du musst insgesamt 4 Minen erschließen können. Den Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Ach, die eine Mine haben wir jetzt schon abgehandelt. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten 3 sicher gefunden. Was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Ui, also... Wer da so böse ist und irgendwie an Quest Recycling denkt, sprich Gothic 2, sie war voller Kobolde. Minental, jetzt nicht mehr. Also Kapitel 2, ich wusste, der weiß, wovon ich rede. Zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Mhm. Eine Sache noch wegen der Mine. Lass mich doch mal ausreden hier. Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Ja, es ist schon... eine Sache, die man nicht einfach so mir nicht entscheiden sollte. Vor allem nicht so einem Kerl. Na schön. Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Gut, das ging ja jetzt mal recht fix. Ich musste mich nicht mal von der Stelle bewegen. Wächter. Also darf ich dich nichts lehren. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind. Aber ich denke, ein bisschen kämpfen lehren kann ich dich trotzdem. Wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag mich einfach. Umsonst mache ich das allerdings nicht. Ja, das gefällt mir nicht. Es ist alles so herrisch. Was möchtest so du stur. Wissen? Klingentänzer. Ach, das... ja, das... Dazu sind wir wahrscheinlich, absolut nicht gut genug. Bräuchte ich Fingerfertigkeit 50. Ja, aber die müsste ich ja sowieso noch. Aber ich will das unbedingt lernen und das der andere Quatsch da interessiert mich ja kaum. Ja, dann pushe ich das halt noch ein bisschen. Dann ist das immerhin schon mal ein Anfang. Auch wenn es noch nicht ganz reicht. Wo soll ich denn? Moment, was war jetzt? Ah, ich komme hier ja gar nicht mehr mit. Gibt's denn hier nirgendwo so einen Teleporter, damit ich den mal einsetzen könnte, damit ich nicht hier wieder hochlatschen muss? Ali Baba. Was willst du so? Ja, ich weiß. Du bist neu hier. Willst schnell Magie lernen? Nee, eigentlich nicht. Schminkt dir das ab. Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Ja. Ich wollte doch eigentlich mich nur reden. Mit dir unterhalten. Bei einem Kaffee und Kuchen. So aus, als wenn ganz ich gemütlich. Meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Nee. Ich bin hier, mit Schwitzen das Wissen im Feuer. Der Magie zu verbreiten. Merkt mit den das? Klamotten. Ich muss mich dann wieder anderen Dingen zuwenden. Ja, witzig sieht er jedenfalls aus. Ich möchte mehr über die Kristallmagie erfahren. Da ich nur wenig Zeit habe, wirst du dich mit der Kurzfassung begnügen müssen. Die Kristallmagie mag für den Unwissenden wie eine weitere beliebige Form der Magie erscheinen. Sie kann aber viel mehr. In ihr ruht die Kraft, mit der selbst den Titanen getrotzt werden kann. Aha. Wie schaffen es ein paar Kristalle, Titanen aufzuhalten? Kennst du nicht den Spruch, dass selbst der Glaube Berge versetzen kann? Bei den Kristallen ist es ähnlich, nur praktischer veranlagt. Ihre Magie kann direkt kanalisiert werden. Je eher es uns gelingt, ihre komplexen Strukturen zu verstehen, desto wirkungsvoller wird die magische Ausbeute sein, die wir aus ihnen ziehen.
Eieiei, immer mehr Fragen und Fragen. Ihren Ursprung? Eine zugleich interessante, wenn auch irrelevante Frage. Vielleicht sind sie nur ein letztes Geschenk der schwindenden Götter gewesen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Vielleicht lagen sie aber einfach seit Äonen unter hartem Fels verborgen. Letzten Endes ist nur wichtig, dass wir sie haben. Ja, das, als wollte sie alle Gott spielen. Nein, als wollten sie alle Gott sein. Als wolltet ihr Gott spielen. Die Götter haben uns verlassen und wir brauchen sie auch nicht mehr. Ja, wer sagt das? Diese Kristalle geben uns die Kraft, die Ordnung wiederherzustellen. Ach, immer dieselbe, Gelaber. Der Menschheit. Also machen wir von ihnen Gebrauch. Für den Moment habe ich genug gehört. Danke. Ja, jetzt, wo es ins Philosophische abdriftet. Dieser Exkurs sollte dein Wissen erweitert haben. Widme dich nun wieder deinen Aufgaben. Ja, ruhig, ruhig. Beibringen von dem nicht. Immer auf den Nebenmann achten. Ihr müsst euch gegenseitig denken. Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg. Das Zusammenspiel muss stimmen. Achtet auf das Schlachtfeld. Mehr aus der Tiefe des Raums zaubern. Okay. So. Was will der denn noch so schönes? Eines Tages wird Ali großer Wächter. Jip, jip. Ja, sehr schön. So, ich mache jetzt aber für meinen Teil eben kurz eine Aufnahmepause. Das heißt, wir sehen uns gleich bestimmt, ja, wahrscheinlich eher dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.